amerikanische Grauhörnchen vor vielen Jahren freigelassen. Sie lebten sich gut ein und bekamen enorm viel Nachwuchs. In England sind sie längst zu Hause. In den Parks von London gibt es nur noch Grauhörnchen. Jüngere Engländer wissen gar nicht, dass bei ihnen einstmals rote Eichhörnchen herumhüpften. In den Londoner Parks kann man die Schäden, die Grauhörnchen anzurichten vermögen, durch Fütterung weitgehend verhindern. Doch inzwischen haben sich die Tiere, von denen vor rund 100 Jahren nur einige Exemplare aus Amerika mitgebracht wurden, über die britischen Inseln ausgebreitet. Man schätzt, dass in den Waldgebieten gegenwärtig über 2 Millionen Grauhörnchen leben. Grauhörnchen haben 2 Fortpflanzungszeiten pro Jahr. Eine im Winter zwischen Januar und Februar und eine frühsommerliche zwischen Mai und Juni. Und jedes Mal gibt es einen Wurf mit bis zu 7 Jungen. Grauhörnchen haben viele Anhänger unter den Briten. Doch es ist nicht mehr zu übersehen, dass sie zu einer rechten Plage geworden sind. Und nun versucht man, einen Geburtenrückgang herbeizuführen. Dem Futter werden Substanzen beigemischt, von denen die Tiere unfruchtbar werden. Mittlerweile haben sich auch Krankheiten unter den Tieren ausgebreitet, weil sie viel zu viele in dem begrenzten Park sind. Doch ihre Zahl geht trotzdem nur geringfügig zurück. Man beobachtet, je mehr Hörnchen sterben, desto mehr werden geboren. Das Grauhörnchen wurde auch in seiner Heimat, den USA, zur Plage. Dort ist es mittlerweile üblich, die Anzahl der Tiere zu verringern. Die Amerikaner haben damit kein Problem. In Europa sieht man das anders. Sie fressen die Keimlinge von Bäumen ab, durchwühlen den Rasen und graben Wurzeln aus. Das mögen Gartenbesitzer gar nicht. Inzwischen ist auch die Zahl der Singvögel in den Wäldern und Parks zurückgegangen, denn das Grauhörnchen holt sich die Eier aus dem Nest und klaut auch das ausgelegte Vogelfutter. Für öffentliche Parkanlagen wurden inzwischen neue Futterbehälter für die Vögel konstruiert, aus denen sich die wendigen Grauhörnchen nicht mehr bedienen können. Das alles macht den robusten Grauhörnchen offensichtlich nichts aus. Sie bekommen immer noch genug zu fressen. Und das europäische Eichhörnchen haben sie als Konkurrenten längst ausgeschaltet. Sie beherrschen als überlegende Hörnchenart die britischen Inseln. Ganz schön verwirrend die Geschichte, hm? Vor lauter Grauhörnchen, Schönhörnchen, Amerika, England und Italien, da kann man leicht den Überblick verlieren. Deshalb nochmal ganz langsam zum Verständnis. Nehmen wir mal an, das sind unsere europäischen Eichhörnchen. Die waren früher in ganz Europa beheimatet. Bis irgendwann Tierliebhaber andere Hörnchen von fremden Ländern nach Europa brachten. Und weil damals sehr viele Schiffe von Amerika nach England fuhren, kamen auch die amerikanischen Grauhörnchen auf diesem Wege auf die britischen Inseln. Die Grauhörnchen vermehrten sich unheimlich schnell und weil sie obendrein größer und cleverer waren als die heimische Art, gelang es ihnen in nur 30 Jahren, das europäische Hörnchen aus England zu vertreiben. Mehr als 2 Millionen Grauhörnchen ersetzen heute die rote Art. Verloren haben diesen Kampf auch die Verwandten in Italien. Ähnlich wie in England kamen die ersten Eindringlinge mit den Schiffen in die Hafenstädte. Allerdings waren es hier nicht nur die amerikanischen Grauhörnchen, sondern auch die asiatischen Schönhörnchen. Beide gehören zu den Siegern und sind inzwischen auf dem Vormarsch Richtung Norden, auch nach Deutschland. In den Wäldern Großbritanniens richten die Grauhörnchen große Schäden an. Von Nüssen und Samen können die vielen Tiere nicht mehr satt werden.
Mit ihren kräftigen Nagezähnen schälen sie junge Bäume von oben bis unten ab und fressen die frische Rinde. Ohne Rinde sterben die Bäume ab. So ein Baum wird vom nächsten Sturm gefällt. Im toten Holz suchen die Grauhörnchen nach Käfern und Larven. In ihrer Heimat, den USA, knabbern Grauhörnchen hauptsächlich die Rinde von Eichen ab. Doch Eichen gibt's nicht mehr so viele in England. Deshalb haben sie sich mittlerweile auch über junge Buchen, Lärchen, Pappeln und Eschen hergemacht. Sogar ältere Bäume werden unten abgenagt. Auch andere Wildtiere nagen Bäume an, doch die Förster können die Fressspuren gut unterscheiden. Der weitaus größte Teil der Baumschäden wird von den Grauhörnchen verursacht. Einer der ältesten Eichenwälder Englands, der Forest of Dean, wurde von Scharen amerikanischer Hörnchen fast gänzlich zu Fall gebracht. Zuvor war dieser Wald über Jahrhunderte die Heimat der roten Eichhörnchen gewesen. Sie hatten ihm nicht geschadet. Eichenwald und Eichhörnchen bildeten eine harmonische Lebensgemeinschaft. Die fresslustigen Grauhörnchen brachten aus ihrer Heimat eine todbringende Krankheit mit, ein Virus. Sie selbst sind dagegen immun, aber die roten Ureinwohner steckten sich an und starben. Zurück blieben nur die Grauen. Viel zu spät wurde erkannt, dass hier ein ganzer Lebensraum von einer fremden Tierart besetzt und zerstört wurde. Die Forstbehörde setzte dann Hörnchenjäger ein, um zumindest den Wald vor weiteren Schäden zu bewahren. Doch Britanniens Tierliebhaber protestierten heftig gegen die Verfolgung der Grauhörnchen. Die Aktion wurde abgebrochen. In den Kulturwäldern der Menschen wird schon seit langem auf die Tierwelt Einfluss genommen. In ganz Europa, so auch in England, gibt es Förster, die den Wald pflegen. Sie passen auf, dass das Wild nicht überhand nimmt, und sie lassen von Käfern befallene Bäume beseitigen. Auch gegen die Grauhörnchenplage hätte man frühzeitig etwas tun müssen. Dazu ist es jetzt zu spät. Die heimischen Eichhörnchen haben den Kampf ums Überleben gegen die eingewanderten Vettern verloren. Nur in den abgelegenen Bergwäldern im Norden der britischen Inseln konnten sich einige kleine Bestände von roten Eichhörnchen halten. Das britische Eichhörnchen ist eine eigene Unterart. Wenn es ganz verschwindet, wird es eine Lücke in der Familie der Hörnchen hinterlassen. Eichhörnchen sind die angestammten Bewohner der europäischen Wälder. Und sie richten mit ihren Futtervorlieben keinen Schaden an. Noch bevölkern sie Mitteleuropa, doch ihre Existenz ist bedroht. Aus dem Süden werden irgendwann die amerikanischen Grauhörnchen und die asiatischen Schönhörnchen den Weg über die Alpen finden. Und vielleicht schaffen auch einige Grauhörnchen von den britischen Inseln irgendwann die Reise übers Wasser. Fremden Arten wandern zunächst unauffällig in die neuen Gebiete ein. Erst siedeln sich einzelne Fremdlinge in der Nähe der heimischen Verwandten an und stören niemanden. Im Lauf der Zeit gelingt es ihnen und ihren zahlreichen Nachkommen dann, die kleineren und schwächeren einheimischen Hörnchen zu verdrängen. Biologen schätzen, dass die in Norditalien ansässig gewordenen Grauhörnchen und Schönhörnchen in etwa 40 Jahren über die Alpen vordringen. Allein die Alpen im Süden
Und hier, der Ärmelkanal im Norden, haben verhindert, dass die Fremdlinge nach Mitteleuropa und damit nach Deutschland vorrückten. Die Frage ist nur, wie lange können sich unsere Eichhörnchen noch sicher sein? Wie wir gehört haben, könnten es Grau- und Schönhörnchen schon in 40 Jahren schaffen, die Alpen zu überqueren. Und zwar dann, wenn wir Menschen nichts gegen diese Entwicklung unternehmen. Und seid mal ehrlich, wollt ihr vielleicht, dass unsere Eichhörnchen so mir nichts, dir nichts von der Bildfläche verschwinden? Nur weil die Menschen irgendwann mal stärkere und widerstandsfähigere Hörnchen nach Europa brachten? Gut, auch die Grauen, die Schönhörnchen sind süße und liebenswerte Tiere und denen will natürlich im Prinzip auch keiner was Böses, zumal sie ja am wenigsten für alles können. Aber sie wurden einfach in Europa zu einer wirklichen Bedrohung für das rote Eichhörnchen. Im Moment ist es schwer zu sagen, wie es weitergehen wird. Aber über zwei Dinge müssen wir uns im Klaren sein. Erstens, nur wir Menschen können das rote Eichhörnchen noch retten. Und zweitens, ohne Opfer unter den anderen Hörnchen wird das nicht gehen. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis die Tage. Ciao. Er fürchtet sich nicht, er geht ganz nah ran, er schaut ihnen ins Gesicht. Er kennt alle Tricks, er wartet tagelang und oft passiert dann nichts.